Was erwartet uns im Monat August? Welche Botschaft hat die geistige Welt für uns? Im Monat August geht es um die Erdungsspitzen. Es ist die Botschaft des Jahres-Channeling 2023. Es geht darum, den Ursprung deiner Herkunft neu zuzuordnen. Es geht darum, die Kraft deiner Ahnen zu nutzen und uralte Traumata freizusetzen. Ich werde mit dir jetzt diese Botschaft teilen. Dafür löst sich der Schatten auf, der auf die Menschheit gefallen ist. Dieser Aberglaube, der sich entwickelt hat, und dadurch gewinnst du auf allen Ebenen Platz. Diesen benötigst du, um in den Monat August einzutreten, der ein Feuerwerk deiner Erdungsspitzen zeigt. Es geht um die tiefe Ahneneinsicht, um diese spitzigen Kräfte deiner Wurzeln, wo eine Kraft aus dieser deiner Wurzelebene zu dir findet, um dieses zu entfachen und um diese verwaltete Urkraft zu erfahren. Und aus diesen Wurzelspitzen wird die Energie, die du zurückgehalten hast, freigesetzt und dadurch kann ein enormes Kraftpotenzial auf der ganzen Erde Raum nehmen und alte, uralte, destruktive Traumata freisetzen, weil das gesamte Wurzelfeld der Menschheit sich beim Neuzusammensetzen ist und ganz viel in den Wurzelspitzen abgelagert wurde und das in diesem Monat freigesetzt werden möchte, was für dich konkret bedeutet, dass der Ursprung deiner Herkunft neu geordnet wird, dass es nicht mehr die Unterschiede gibt zwischen den Rassen, zwischen den Hauptfarben, zwischen den Religionen, denn das ist der Beginn für die nächsten 30 Jahre, wo die Kontinente wieder zueinander führen, sich die Hände reichen und die Einheit bilden, beginnen. Was bedeutet das konkret für uns? Es ist so, dass wir uns dieses Monat ganz bewusst mit unserer Erdung, mit unserem Basiszentrum beschäftigen dürfen und wirklich immer wieder meditativ zu diesen Wurzelspitzen reisen dürfen, die 30 Meter unter der Erde sind und dort dieses Licht dieses Monates August wahrnehmen und das Licht der Ahnen wieder in uns einzuspeisen beginnen, sodass wir aus diesen Ahnenkräften Konstruktivität erfahren und sich diese alten Traumata, die auch du vielleicht in dir kennst oder vielleicht beobachtet hast, dass Menschen damit konfrontiert werden, durch diese Ahnenanwesenheit Unterstützung gewinnen. Es geht darum, dass sich dieses Jahr immer mehr dahin zuspitzt, bereit zu sein, diese neue Version, dieses neuen Ichs in Form der neuen Zeit zu leben und dass sich dadurch alte Ängste und alte Glaubenssätze und auch Traditionen verändern dürfen. Es geht auch in diesem Monat darum, Platz zu nehmen, denn wenn wir mit unseren Wurzeln in Verbindung sind, dann haben wir Platz. Dann finden wir Raum und jeder Mensch, der sich nicht den Raum nimmt, der keinen Platz hat, der wird für sich im Mangel weitergehen. Und wenn wir mit unseren Wurzelspitzen verbunden sind und diese lichtvoll nach oben strahlen lassen, dann gehen wir auch in die Kapazität der Fülle, in dieses Licht. Und aus dieser Fülle darf ganz viel Schönes entstehen. Und dieser Hirsch, der wirklich immer noch uns begleitet, ist auch ein Wesen der Anderswelt. Und die Anderswelt wird uns immer mehr begleiten und auch die Tore für uns Menschen immer weiter öffnen. Und wenn dich die Anderswelt interessiert oder die Engel-Naturwesen-Coach-Ausbildung, wo wir ganz viel mit der Anderswelt in Verbindung sein werden, dann sehe dich gerne auf meiner Homepage um, denn diese wird dich durch diese nächsten Jahre tragen. Und je mehr wir jetzt für uns diese Kraft wieder leben oder lebendig werden lassen,
umso mehr steht uns auch diese Anbindung der geistigen Welten zur Verfügung. Wir haben diesen Glauben an unsere Kraft verloren. Wir haben ganz viele Ängste aufgebaut und uns ganz viele Fluchtwege bereitgehalten. Durch dieses brauchen wir nicht mehr, wenn wir jetzt durch die Energiequalität dieses Monats in dieses Bewusstsein eintreten, dass dein Raum, dein Platz gesichert ist, dass das der Ort ist, wo du sicher bist, dass das der Ort ist, wo du zu Hause bist. Und dass du damit wirklich diese Fluchtwege langsam zuschütterst, weil du sie nicht mehr brauchen wirst. Und die Kraft der Engel und auch die Kraft der Meisterenergien wird uns dieses Monat begleiten. Du kannst einen Aquamarinstein immer wieder bei dir tragen und du kannst dich auch mit den Hirsch energetisch verbinden und ihn einladen, dich zu diesen deinen Erdungsspitzen zu führen. Und gleichzeitig würde ich dir empfehlen, dass du eine Kerze entzündest für deine Ahnen und dass du wirklich dieses Licht in deiner Vorstellung bis zu den Erdmittelpunkt bringst und von dort nach oben leuchten lässt. Denn diese Kraft ist der Rückgrat. Das ist so, als würden hunderte von Menschen hinter dir stehen und für dich sein. Und dieses für dich sein stärkt den Glauben an dich und mobilisiert deine Lebenskräfte. Ganz viele Menschen erlebe ich jetzt, die sagen, ich bin erschöpft, ich bin müde. Egal wie viel ich schlafe, egal wie viel ich mache. Und das darf sich jetzt erneuern. Wir müssen erstmal müde und erschöpft werden, weil wir dadurch auslassen, um dann diese Kräfte für uns wieder zu gewinnen und aus diesen Kräften wirklich die gesamte innere Energie wahrzunehmen, die uns mit dieser Lebens-, Willens-, Existenzkraft durch diese Jahre führt. Und so kannst du dich mit diesen deinen verstorbenen Vorfahren immer wieder auseinandersetzen. Doch nicht mit dem, was sie alles an Trauma das hinterlassen haben, sondern mit dem, was sie an Ressourcen dir gegeben haben. Das ist der Ansatz der neuen Zeit. Und wenn du Zweifel hast, wenn dich Ängste im Moment plagen, wenn du ganz viel Unsicherheit spürst und wenn du möglicherweise auch gar nicht mehr an eine ganz lichte Zukunft glauben kannst, dann empfehle ich dir dieses Wochenendseminar, ein Tag, Samstag von 9 bis 18 Uhr, wo du wirklich deine Zweifel überwindest, wo wir sie systemisch aufstellen werden und wo du für dich den Glauben an dich, an deine Visionen, an deine Ziele und wenn es nur eine Wanderung ist, eine Pilgerreise, eine Reise oder ein Projekt zu stärken. Es ist ein Seminar, das ganz viel von diesen Kräften freisetzt. Und ich freue mich, wenn du dabei sein möchtest. Ansonsten schenk mir gerne ein Like, ein Kommentar, empfiehl dieses Video weiter und teile es gern mit deinen Freunden. Dafür danke ich dir sehr. Und in diesem Sinne einen schönen Abschluss vom Monat Juli, der ja auch ganz viel Bilanz gezogen hat, wo es darum ging, den einen Kreislauf zu finden, raus aus der Trennung und wo es auch darum ging, die Auflösung der Schatten zu vollziehen. Und wir sind da mittendrin. Doch jetzt geht es um dieses Kraftpotenzial. Und ich wünsche dir, dass du deine Kraft spürst, dass du sie entfesselt und dass du dann an dich glaubst. Denn nur wer an sich glaubt, wird auch ganz viel Erfülltes in seinem Leben verwirklichen können. In diesem Sinne, alles Liebe.